Kennt ihr das auch? Ihr seid am Zwiebeln schneiden oder am Knoblauch schneiden oder hacken, wie auch immer. Und am Ende riechen die Finger danach. Man wäscht sie sich zwar mit Seife, aber irgendwie geht der Geruch nicht ab. Da habe ich einen Tipp für euch. Und zwar, nehmt ein Stück Zitrone, am besten den Anschnitt, der kommt meistens eh weg, und reibt damit die Hände ab. Dann riechen sie nicht nur frisch nach Zitrone, sondern auch dieser Knoblauch- oder Zwiebelgeruch, wie auch immer, ist dann weg. Und das Gleiche funktioniert übrigens auch bei Schneidebrettern, auf denen Knoblauch oder so geschnitten habt, am besten. Oder manchmal riechen sie auch nach Spülmaschine, je nachdem. Ein bisschen Zitrone und dann einfach über das Brett reiben. Das geht sowohl bei Plastik wie auch bei Holzbrettern. Einfach drüber reiben, kurz einwirken lassen, abwaschen und schon ist der Geruch weg. So, ich hoffe, der Tipp hat euch geholfen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!